Herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück zu StarCraft 2 Action Let's Learn Zerg. Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ich zähle leider nicht mehr so mit, tut mir leid. Wir spielen gegen einen Protoss, einen russischen Protoss, da seine Schrift in Kyrillisch ist. Und mal schauen, was wir so gegen ihn reißen können. Wünsche mal ihm mal Glück erstmal. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge nicht ganz so viel gequatscht habe. Und ich kann euch auch gleich sagen, warum. Ich muss mich noch so ein bisschen auf so Sachen wie Scouting und so konzentrieren. Also ich habe das noch nicht so ganz zu 1000% verinnerlicht. Deswegen kann ich auch nicht direkt quatschen. Wir haben einen Toss als Gegner, das heißt, unser Scouting Overlord geht an die Natural, um eben sicherzustellen, dass kein Cannon Rush kommt. So. Ja, wie gesagt, also ich fühle mich noch ein bisschen unwohl so beim Zocken, muss halt ein bisschen noch drauf achten, was ich mache. Deswegen tut mir das etwas leid, wenn das so rüberkommt, als ob ich eigentlich gar keinen Bock hätte zum Quatschen. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich bin hochmotiviert aufzunehmen, zumindest was das StarCraft zurzeit angeht und das Final Fantasy. Deponia muss ich mich noch ein bisschen motivieren, werde ich jetzt danach direkt nach dieser Session hier auch starten. Und ja, ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf. Ich war in den letzten Tagen krank. Das ist natürlich nicht so schön gewesen, aber ich meine, ich habe auch nicht so wirklich die Zeit nutzen können, um aufzunehmen für unsere Projekte halt hier, was wir so haben halt an StarCraft, Deponia und Dingenskirchen von Fantasy, unser, ich sag mal, Hauptprojekt, was ewig dauert. So, alles klar. Ja, ja, sag du nur, wir brauchen Mineralien. Ich brauche sowas nicht. Ich mach Larven. So. 17er Overlord kommt jetzt dran. Wenn wir denn mal einen erforschen machen könnten. So, wir werden jetzt mal ungefähr den Overlord hier hinstellen. Den Overlord so dahin. So semi-optimal ist das halt. So, wir bauen direkt erstmal eine Queen, warten auf zwei Larven, das habe ich früher nämlich nicht gemacht. Auf zwei Larven warten und zwei Zerglinge bauen. Und jetzt kann ich wieder ein... das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Dass wir tatsächlich gecannon-rushed wurden und ich das tatsächlich nicht mitbekommen habe. Ist das hier auch in der Base? Naja, wir probieren es jetzt erstmal. Vielleicht klappt es ja auch so noch. Ist ja tatsächlich so frech. Und erledigt das so. Wir werden auf jeden Fall einmal zack machen. Und so machen. Hoffentlich schafft es unser Stachelkrabbler. Scheiße, ich wollte eigentlich Zerglinge pushen. Oh ja, das ist natürlich noch schöner. Nein, 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 Queen, bleib stehen, wo du bist. Ist schon okay. Bauen wir mal lieber noch ein paar Zerklinge. Komm, Overlord, komm raus. Alles klar. Haben wir dann alles gleich geregelt. So. Kann er meinetwegen auch... probieren wir es mal, ob wir ihn nicht da erreichen können. So, und dann laufen wir mal rein. Und zerstören ihn. Natürlich mit der Intention, die Probe umzulegen. Und die Queen natürlich auch bitte schön. So. Cannon Rush mit ein paar Verlusten abgewehrt, aber unsere Natural wurde nicht zerlegt, hat uns jetzt natürlich ein wenig zurückgeworfen im Spiel, aber
ist jetzt kein Hals- und kein Beinbruch gewesen. Jetzt haben wir drei Queens. Brauchen wir noch eine vierte. So, jetzt können wir auch wieder ganz normal unser Bild runterzocken. So, wir gehen mal bitte mit einem Link dahin, mit einem Link dahin, mit einem Link dahin, mit einem Link dahin, mit einem Link dahin. Wir sehen, dass wir eine Gegner unsere. Also unser Gegner hat sich schon eine Expo gegönnt. Wir kennen unsere Regel. Wir gönnen uns auch eine. Ja. Machen wir das gleich. Pushen wir uns halt durch mit Overlords, sagen wir es mal so. So, okay. Sammelpunkte nach hier unten. Super duper. Okay, dann haben wir hier 3. Und Creep. Und Creep. Und Crawler und Crawler. Also er hat noch keine dritte Base. Das heißt, unsere dritte Base reicht vorerst, wenn wir sie vollkommen saturieren. So, unsere hier hat einiges an Over-Dingern. So, und alles Klärchen. Und runter. Alles klar. So, dann machen wir es mal so. Zack, zack, rein da. 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 1, 2, 3, 4. Komm hier hin. Und ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen jetzt einfach mal sowas draus. So, zack. Und die Queen machen wir mal auf 3. Zack, 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 zack. Haben wir hier 3 noch rüber geschickt. Können immer noch 2 rüber bolzen. Haben wir hier schon mal 13 Arbeiter, was nicht schlecht ist. Muss man einfach so sagen. Und unsere... Genau, die können wir schon mal runter tun. Wir bauen einmal das hier. Double Evo. So, und jetzt bauen wir mal ein paar Overlords wieder. So, und dann bedrohen wir diese Base komplett. Und ich sehe schon, der Vollidiot möchte uns wieder... Ja, ich bin aber schneller. Tut mir leid. So, alles klärchen. Machen wir hier zack. Zack. Double Evo. Und das Leer machen wir jetzt nicht unbedingt dahin. Zack. Zack. Und zack. Und dann machen wir so. So und so. Und dann eine Drohne noch hier hin. Und wir pushen Roaches. Das heißt, wir hätten eigentlich quasi schon so gut wie gewonnen. Machen wir mal hier einen Overseer, sobald das geht. Nehmen uns schon mal vorsichtshalber eine vierte Base. Echsen halt weiter stark. Zack, zack, zack. Die ganze Queen kann... so oft transfusen, wie sie halt kann auf die aufs Leer. Okay, habe ich auch nichts dagegen. Dann bauen wir halt mehr Overlords und bauen halt jetzt gleich, sobald das Leer fertig ist, Roach Speed. So, und zack, zack. Keine Sorge, wir werden nicht bedrohen in die vierte, sondern das ist so eine... Ah ja, ja, mein Gott, süß. Süß, was er da macht. Muss man schon. Er ist schon ein ganz süßer. So, machen wir hier, zack, hier, zack, hier, zack. Und ja, dann machen wir halt mehr Overlords draus. Und wir gehen mal in Richtung Base des Gegners. Zack, zack. So.
Zack, 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 zack. Wir schicken mal unseren Gegner ein bisschen. So, und wir versuchen es mal jetzt rein zu rushen. Beenden quasi damit dieses Spiel. Oh, Kolosse tun uns schon ein bisschen mehr weh, aber ohne Range-Upgrades sind die natürlich nicht so viel wert. Wir nehmen ihn mal seine Echse weg. So, machen wir mal hier den da. Zack, zack, zack. Machen wir mal so, machen wir mal so, machen wir mal so wieder. Die vierte haben wir eigentlich noch nicht da reingenommen. 1, 2, 3. Machen wir mal ein paar Drohnen anstatt sowas. Zack, zack, zack. Machen wir mal so. Ja, ganz blöd, seine Force Fields für sowas zu opfern. Und machen wir mal die Kolosse hier weg. Super. Das war's, meine Freunde, für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen.